Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist Sommer, Leute, und ich habe tierisch Bock auf Moped fahren, aber bitte mit Stil und dann natürlich auch nur voll elektrisch. Ja, und da fällt meine Wahl doch ganz klar hier auf die Vespa Elettrica. Denn ich meine, guckt euch das Design mal an. Italienisches Design, Vespa pur und das auch noch voll elektrisch. Das kann ja nur geil sein. Ja, was kann die Vespa Elettrica? Hat sie vielleicht auch ein paar Haken oder ein paar Nachteile? Was kann sie eventuell nicht so gut? Das finden wir hier in diesem Video raus. Wir fahren natürlich auch zusammen mal eine Runde. Hier erfahrt ihr also alles über die Vespa Elettrica und ob das vielleicht was für euch ist. Also ich finde sie zumindest optisch der Burner. Wahnsinn. Also wird ein spannendes Video. Bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Vespa hat sich also gedacht, wir bauen im Prinzip eine ganz normale Vespa und setzen da einen Akku rein und einen Elektromotor und so ein paar Gadgets, die die Vespas, Wespen, keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare, nicht haben. So, und herausgekommen ist im Prinzip ein umgebauter Verbrenner, was ich bei den Autos immer so sage, aber letztendlich ist es ja so, es ist ein umgebautes Zweitakt-Moped, mehr oder weniger, was aber natürlich von der Optik her trotzdem gar kein Nachteil ist. Das Ding sieht einfach schweinegeil aus. Ja, und was steckt hier also unter der Haube? Unter der Haube, da haben wir einen 4,2 Kilowattstunden großen Akku. Den kann man sogar sehen, zeige ich euch gleich noch. Und eine, ja, auf dem Papier festgelegte Reichweite von bis zu 100 Kilometer. Das klingt erstmal doch recht ordentlich, aber Einschränkung 100 Kilometer nur im Eco-Modus. Und der Eco-Modus hat den einzigen Nachteil, dass er nur bis 30 oder auf dem Tacho 33 km/h geht. Dann ist Sense. Dann gibt es noch den Power-Modus. Der geht natürlich bis 45 km/h. Auf dem Tacho übrigens 49. Das heißt, da ist eine permanente Abweichung von 4 km/h nach oben auf dem Tacho. Damit man irgendwie das Gefühl hat, man fährt schneller, obwohl man gar nicht so schnell fährt. Und dann gibt es noch den Rückwärtsgang. Ja, tatsächlich, dieses Moped hat einen Rückwärtsgang. Warum hat es einen Rückwärtsgang? Ganz klar, da spielt das Gewicht eine Rolle, denn durch diesen Akku, der ganze 25 Kilogramm wiegt, hat die ganze Maschine hier ein Gesamtgewicht von 130 Kilo. Das ist natürlich für so einen 45er Roller ganz schön ordentlich, ne? Und so eine normale Zweitakt-Vespa, Primavera zum Beispiel, die wiegt so um die 80 bis 90 Kilo. Das heißt, wir haben hier locker 40 oder sogar 50 Kilo mehr, die man erstmal rumwuchten muss. Das geht schon damit los, dass man sie vom Ständer wuchten muss, dass man eventuell rangieren muss, eventuell rückwärts das Ding schieben. Gerade wenn es irgendwie die Damen machen, dann wird es vielleicht für sie ein bisschen schwierig. Und deswegen hat Vespa oder Piaggio gesagt, wir bauen hier einen Rückwärtsgang rein. Dann piept das Ding auch echt ziemlich ohrenbetäubend laut. Die Lautstärke kann man leider auch nicht verringern. Während man den Rückwärtsgang eingeschaltet hat, piept das Ding permanent. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, hört ihr es? Und jetzt könnte ich rückwärts fahren, wenn ich hier ein bisschen Gas gebe. Das lasse ich mal wieder. Ich schalte mal wieder in den Eco. So, meine Ohren. Also das kann man echt nicht überhören. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben. Ja, aber sonst, die Bedienung von diesem Moped ist im Prinzip so, wie man es von einer normalen Vespa gewohnt ist. Es gibt so ein, zwei Sachen, die halt anders sind. Fangen wir mal links an. Da haben wir hier erstmal das Fernlicht. Das Licht ist sogar ziemlich gut, es ist ein LED-Licht. Wir können einmal Lichthupe machen und natürlich das Fernlicht permanent einschalten. Darunter haben wir hier den Blinker, Blinker rechts, Blinker links und die Taste zum Blinker ausschalten. Und natürlich die, Achtung, Italien-Hupe. Nicht zu vergessen, in Rom braucht man sie garantiert ständig. Hier bei uns in Bremen habe ich sie noch nicht gebraucht.
Ja, rechte Seite, da haben wir den roten quasi Kill-Switch, also da kann man den Motor abschalten. Da läuft das Ding nicht mehr. Und wenn man das vergisst und weiß nicht mehr, wofür der Schalter ist, dann wird man sich wundern, dass das Ding nicht mehr fährt. Also, da leuchtet hier auch übrigens ein rotes, was ist das, sieht aus wie so ein Helm oder man weiß jetzt nicht, ob das der Motor darstellen soll. Auf jeden Fall ein rotes Icon, was durchgestrichen ist. Sollte man eigentlich sehen. Aber beim ersten Fahren ist, oder zumindest Fahrversuch, ist es mir so gegangen, dass der Killswitch an war und ich habe mich gewundert, warum das Ding nicht fährt. Ich dachte schon, es wäre kaputt. Naja, man muss ja erstmal die Bedienungsanleitung lesen, dann ist man schlauer. Ja, ansonsten haben wir noch den Mode-Wahlschalter. Da kann man hier im Display verschiedene Informationen sich einblenden, wie zum Beispiel die Gesamtfahrkilometer, wie zum Beispiel die Kilometer des aktuellen Trips, wie zum Beispiel die Zeit, die der Trip bis jetzt gedauert hat, die Höchstgeschwindigkeit, die man gefahren ist, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man gefahren ist und dann den Verbrauch, den dieses Moped gerade hat. Der ist tatsächlich so immer so um die 40 Wattstunden pro Kilometer. In Kilowattstunden auf 100 sind das um die 4, also 4 Kilowattstunden auf 100 im normalen Stadtverkehr bei Vollgas, 45 km/h, verbraucht die Kiste. So, mit einem 4 Kilowattstunden Akku, 4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ja, da ist klar, dass man 100 Kilometer weit kommt. So, genug der Theorie, jetzt wollen wir natürlich auch mal fahren und da habe ich schon tierisch Bock drauf. Dazu gibt es so geile Jethelme wie den hier. Der passt übrigens auch super zur Farbe von diesem Moped, finde ich. Zufällig. Dann wollen wir mal los. So, Power ist an. Geht auch ohne Rückwärtsgang. Und dann bis gleich. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier noch eine Map-Taste, die ist auch sehr merkwürdig, dass die Map heißt. Und damit schaltet man im Prinzip die Fahrstufen. Also man wechselt zwischen Eco, das ist der mit der höchsten Reichweite, wo man dann nur 33 km/h fahren kann, und dem Power-Modus und dem Rückwärtsgang. Das heißt, einmal kurz antippen, der Modus blinkt auf und dann die Taste nochmal für ungefähr 3 Sekunden halten. Jetzt habe ich den Rückwärtsgang eingelegt. Das geht übrigens auch während der Fahrt, außer Rückwärtsgang natürlich. Das heißt, ich kann während der Fahrt zwischen Power- und Eco-Modus wechseln und bin dann plötzlich viel langsamer oder eben auch viel schneller. Ja, nochmal Stichwort Verarbeitung. Das ganze Ding ist natürlich italienisch verarbeitet, genauso wie jede andere Vespa auch. Also das ist im Vergleich zu den chinesischen Rollermodellen wirklich ein Weltenunterschied. Hier ist natürlich auch viel Plastik verarbeitet. Das hier ist jetzt Metall, aber alles andere hier vorne ist doch sehr viel Plastik. Auch diese Chromteile hier ist im Prinzip nur verchromtes Kunststoff. Aber es sieht alles extrem hochwertig aus. Da passt alles, da wackelt nichts, es klappert nichts. Das Fahrwerk ist super straff. Wir haben auch, was die Bremsen angeht, vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Und das ganze Ding, also wenn ich hier mal bremse, dann packt das schon ordentlich zu. Und das Geile ist, Leute, ich habe hier ein Moped, was rekuperieren kann. Das heißt, ich kann sogar 2 Rekuperationsstufen einstellen. Die Settings, die zeige ich euch gleich noch. Das heißt, wenn ich hier Gas wegnehme, oh, ich habe ihn eingeschaltet. Wenn ich hier Gas wegnehme, dann kommt wieder Energie zurück in den Akku und erhöht natürlich die Reichweite. Ja, was habe ich noch? Ich habe hier vorne natürlich ein kleines Staufach. Das kann ich hier öffnen, indem ich kurz mit dem Schlüssel hier reindrücke. Und als Besonderheit hat Piaggio hier der Vespa einen USB-Slot spendiert, wo ich im Prinzip ein Ladekabel anschließen kann und kann dann hier in diesem Staufach mein Handy aufladen. Oder wenn ich irgendwo stehe und mit meinen Kumpels quatsche, das Handy hier kurz anschließen, während ich irgendwie Instagram checke oder so. Ansonsten, hier sind noch Sicherungen, da passt nichts mehr rein, aber hier passt immer ein Handy rein oder vielleicht noch eine kleine Trinkflasche, könnte man vielleicht mal versuchen.
Ja, der Knopf hier vorne, der dient dazu, um den Sitz zu entriegeln. Zumindest, wenn das Moped an ist. Dann kann ich es nämlich hochklappen. Und hier kann ich einen Jethelm verstauen. Ja, ein Integralhelm passt hier leider nicht rein. Dafür ist das Fach zu klein. Aber ein Jethelm passt ja eh besser zur Vespa. Der passt hier rein. Und ich kann diesen Einsatz sogar rausnehmen. Und dann sehe ich hier unten den Akku. Ja, wenn ihr euch den Akku mal anguckt, der ist natürlich ganz schön groß und ihr seht, der ist verschraubt. Das heißt, rausnehmen ist nicht. Das heißt, die Vespa kann man natürlich aufladen, aber eben nur mit einem Ladekabel, was hier auch fest verbaut ist. Das ist hinter so einer Abdeckklappe. Muss man einmal drehen, dann hat man das Ding in der Hand. Und dann hat man hier ein Spiralkabel. Das kann man hier so rausziehen. Und dann, wenn hier so ein roter Aufkleber erscheint, dann ist hier Schicht. Länger geht es nämlich nicht. Danach kommt ab. Und dann hat man so ungefähr... ja, 1,80, 2 Meter, so. Das reicht gerade, um irgendwie mit einer Verlängerungsschnur, bei mir im Carport geht das, hier die Kiste anzuschließen. Zack. So, und jetzt lädt das Ding gleich. Wenn das zu kurz ist, dann hat man natürlich ein kleines Problem. So, dann verstauen wir das mal wieder. Und da gibt es auch eine Besonderheit hier. Der Stecker passt zwar genau super gut da rein. Und diese Abdeckklappe, die muss man tatsächlich zum Fahren hier auf den Stecker stecken und auch einrasten, muss man so leicht drehen. Wenn die Abdeckklappe nicht drauf ist, dann fährt die nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Na gut, ja, was gibt es noch? Taschen. Man kann eine Tasche hier anhängen. Und zwar gibt es hier unten einen Hebel, den kann man rausziehen. Und dann geht hier so ein Haken raus. Und da kann man eine Tasche ranhängen. Also, keine Ahnung, Jutetüte, Einkaufstasche, Handtasche, was auch immer. Ja, aber was wäre eine Elektro-Vespa ohne nicht irgendeine App-Konnektivität? Und ja, auch das haben wir, das zeige ich euch nachher noch. Wir können hier die Vespa im Prinzip über Bluetooth mit unserem Handy koppeln. Und da gibt es eine Vespa-App, mit der man ganz bestimmte Dinge machen kann. Die Vespa-App an sich ist super, funktioniert auch gut, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Ja, und dazu kommen wir jetzt. Wenn wir die starten, dann haben wir hier einen Knopf, einen Button sozusagen, einen Connect-Button. Und den muss ich drücken, damit die Vespa sich hier mit dem Handy verbindet. Dann steht hier eine grüne Vespa und hier ein grünes Handy-Symbol, dass die beiden sozusagen über Bluetooth kommunizieren. Das geht also nicht automatisch in der Regel, sondern ich muss diesen Button einmal kurz drücken. Und dann habe ich hier in der Vespa-App diverse Statistiken. Es fängt zum Beispiel an, dass hier steht, bis wann ich die Batterie ohne Ladung stehen lassen kann. Hier 30.09. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr noch 2-3 Monate Zeit, bevor ich die Batterie aufladen muss, wenn ich die Vespa gar nicht fahre. Außerdem habe ich insgesamt bis jetzt 3 vollständige Ladezyklen absolviert. Wir erinnern uns, 1000 sind vorgesehen, bis die Batterie auf 80% runter ist, zumindest statistisch gesehen. Also habe ich da noch einiges vor mir an Kilometern. Ja, wenn ich verbunden bin, dann sehe ich hier noch, dass ich 206 Kilometer mit der Kiste insgesamt schon gefahren bin, dass ich quasi 39,6 Kilometer davon in der App erfasst habe und einen Durchschnittsverbrauch bei diesen 39,6 Kilometern von 41,8 Wattstunden. Das sind also 4,1 Kilowattstunden auf 100. So, dann gehen wir mal runter zu den Aktivitäten und hier sehen wir quasi alle Fahrten, die ich mit der Vespa bis jetzt gemacht habe. Ich kann mir jede einzelne Fahrt anzeigen lassen und sehe dann hier sogar eine Karte, wo ich lang gefahren bin, diverse Statistiken über die Entfernung, die Fahrtdauer, die durchschnittliche Geschwindigkeit, Energieverbrauch, wie viel ich rekuperiert habe, wie viel Prozent Batterie ich verbraucht habe und so weiter und so fort. Das ist aber noch nicht alles. Ich kann mir davon noch die Details anschauen. Und dann habe ich noch mehr Details über so eine Grafik, wo ich zum Beispiel hier auch auf dieser Kurve quasi jeweils den Standort markieren kann, wo das passiert ist. Also in diesem Fall die Entfernung, die Geschwindigkeit zum Beispiel, wie schnell ich wann wo gefahren bin, wo ich zum Beispiel angehalten habe, wo ich Vollgas gefahren bin und so weiter und so fort.
wie viel Energie ich verbraucht habe entlang der Strecke oder wie viel Energie ich wiedergewonnen habe. Das waren nämlich insgesamt 9,2 Wattstunden. Oder wie viel ich verbraucht habe an den einzelnen Passagen. Der Durchschnittsverbrauch, die Höhe über Meeresspiegel, sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir hier 8 Meter über Meeresspiegel sind. Nein, die höchste Höhe war 12 Meter. Wow, gut, dass ich das ohne Sauerstoffgerät geschafft habe. Ist mir ein Rätsel. Eigentlich sind wir hier eher so 1 bis 2 Meter über Meeresspiegel. Dann Gasöffnung, ja, wie viel Gas ich gegeben habe, wie viel Strom ich im Prinzip verbraucht habe, wie der State of Charge, na, State of Charge sich entwickelt hat. Macht. Klingt irgendwie nach Star Wars. Midichlorianer an Bord? Keine Ahnung. Das wird wohl Power heißen. Aber was genau das bedeutet? Ja, wie viel Kilowatt ich in diesem Moment quasi abgefordert habe. Alles klar. Und die Bremsstufe, ja, die war immer auf Stufe 2, also Rekuperation. Ja, ein weiterer Nachteil ist zum Beispiel, dass man hier in der App jetzt überhaupt nicht, und das wundert mich total, den Akkustand auslesen kann. Also ich weiß nicht, wie viele Kilometer noch im Akku sind. Ich habe jetzt zwar diverse Statistiken, wie viel ich schon gefahren bin, aber nicht den State of Charge, den der Akku aktuell hat. Und das ist natürlich total schade. Es wäre doch super, wenn man quasi vom Wohnzimmer aus mal eben checken könnte, entweder wenn ich lade, wie weit bin ich schon, oder wenn ich noch nicht lade, muss ich laden, weil ich vielleicht heute Abend noch eine längere Tour brauche. Kann ich nicht. Muss ich zum Moped laufen und das Moped anschalten? Erst dann sehe ich den State of Charge des Akkus. Vertane Chance und ich verstehe es auch nicht. Ja, dann kommen wir doch nochmal zum Akku überhaupt hier in der Vespa. Hier ist ein LG Chem Akku verbaut, 4,2 Kilowattstunden. Und Piaggio sagt, dass dieser Akku 1000 Ladezyklen hält, bis er auf 80% Kapazität quasi abgesunken ist oder degradiert ist. Das heißt 1000 Ladezyklen. Und wenn ich mal eine durchschnittliche Reichweite von 80 Kilometer mit dieser Vespa annehme, was sie auch in der Praxis auch erreicht, dann haben wir hier 80.000 Kilometer, die ich mit diesem Moped fahren kann, bevor der Akku auf 80% Kapazität gesunken ist. Also mit anderen Worten, 80.000 Kilometer hier mit der Vespa, zweimal um die Erde. Ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt so lange hält. Also Haltbarkeit des Akkus, da muss man sich, glaube ich, bei diesem Teil eigentlich keine Sorgen machen. Ja, Ladedauer ist auch so ein Problem, denn dieser Akku mit 4 Kilowattstunden, der braucht eigentlich nur 2,5 Stunden, bis er auf 80% ist, wenn er wirklich bei 0 angefangen ist. Und das habe ich schon probiert. Ich bin ihn bis 0 runtergefahren, komme ich gleich zur Reichweite. Dann sind es 2,5 Stunden bis 80%. Aber die restlichen 20%, die brauchen auch noch mal 1,5 Stunden, sodass ich dann ungefähr bei 4 Stunden bin, um von wirklich 0 auf 100% vollzuladen. Aber vielleicht muss man ja gar nicht immer 100% laden, sodass die 2,5 Stunden bis 80% ja auch reichen. Und das sind dann ja so um die 65 Kilometer, die man dann wieder fahren kann. Ja, und meine persönliche Reichweite, die ich mit dem Ding wirklich erreicht habe, im normalen Stadtverkehr, und man fährt ja ehrlich gesagt immer nur Vollgas, damit man im Verkehr mitschwimmen kann, so 45 km/h, da kommt man mit dieser Vespa, also ich zumindest, komme die 80 Kilometer im Powermodus tatsächlich real. Also das geht. Im Eco-Modus komme ich tatsächlich die 99 Kilometer, also sagen wir mal die 100 Kilometer, machen wir einen Haken dran. Das funktioniert. Ich bin natürlich auch nicht so der Schwerste. Wenn man zu zweit fährt, wird es natürlich auch ein bisschen weniger. Wenn man ein bisschen hügeliges Gelände hat, wird es natürlich auch ein bisschen weniger. Hier im Flachland ist das alles gar kein Problem. Ja, und was ist, wenn der Akku auf Null ist? Also ich kann euch sagen, da ist nicht viel Reserve. Ich habe es ausprobiert. Wenn der Akku 0% anzeigt, dann hat man ungefähr noch 1 Kilometer mit Glück, vielleicht auch nur 800 Meter, die man fahren kann. Und dann geht das Ding aus. Also dann hat man keine Chance, dann ist Schieben angesagt. Das geht natürlich zum Glück bis zur nächsten Steckdose. Und dann mit dem 2 Meter Kabel versuchen, sich irgendwo anzuschließen. Und übrigens, die Vespa hier, die geht ziemlich gut ab. Die hat nämlich 3,5 kW Leistung, 4,8 PS, 6 Newtonmeter Drehmoment. Und sie braucht von 0 auf 45, nicht 100, fährt sie ja nicht, aber 0 auf 45 ganze 6,8 Sekunden. Da kann eine Zweitakt-Vespa nicht ganz mithalten. Zumindest nicht bei der Anfangsbeschleunigung, bei der Endgeschwindigkeit natürlich schon, weil 45 ist 45. Aber wenn man das Ding mal fährt, ey, das macht wirklich Laune und das geht total gut ab hier. Kann ich euch wirklich mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, bei jedem Elektroroller so. Auch der Punch am Anfang, wenn man hier ein bisschen Gas gibt, dann drückt das Ding sofort nach vorne. Also Spaßfaktor 100%. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich fahre jetzt so 36, 37 laut Tacho. Das sind ja immer minus 4, also so 32,
33 und man hört den Elektromotor doch ziemlich laut hier oben, gerade so ein Kreischen. Wenn man jetzt ein bisschen schneller fährt, dann wird es etwas besser, dann geht es mehr in so ein seidiges, ja, Singen über, sage ich mal, also ein angenehmeres Geräusch. Im Moment ist das Geräusch doch für meine Ohren doch relativ unangenehm. Aber wenn man hier so leicht am Gas zieht, dann geht die auch ganz gut ab, bis 45, laut Tacho allerdings 49. Sieht dann immer ein bisschen schneller aus, als es wirklich ist. Ja, ein Fun-Faktor natürlich bei so einer schönen Allee wie hier mit den vielen Bäumen und so auf der Landstraße. Da macht das natürlich extrem viel Spaß. Und man hat auch so ein bisschen das gute Gewissen dabei, dass man hier keine Zweitaktabgase erzeugt, sondern das Ganze zu Hause über die PV-Anlage 4 Kilowattstunden. Naja, das ist ja im Prinzip der Ertrag von, keine Ahnung, 2 Stunden meiner PV-Anlage. Das heißt, ich kann im Prinzip Solarstrom, 100% Solarstrom hier in meine Vespa laden. Von daher auch 100% ökologisch. Ja, und die Straße ist hier relativ uneben und man merkt hier doch, dass das Fahrwerk relativ gut ist. Also die Federbeine vorne, die schlucken doch einiges weg. Schlägt jetzt gar nicht so durch aufs Kreuz oder so, sondern es ist ein sehr angenehmes Fahrgefühl. Also das haben sie bei Vespa, bei Piaggio mit dieser Vespa wirklich super hingekriegt. Macht total Spaß, auch auf unebenen Straßen. Ja, neben dem ganzen Gaudi, den die Vespa natürlich macht, gibt es auch ein paar ernsthafte Nachteile. Also zum einen habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt hier in dem Video, dass die Geräuschentwicklung doch ganz schön laut ist für ein Elektromoped. Das ist sehr erstaunlich. Irgendwie haben sie es nicht geschafft, das Getriebe oder den Motor so zu kapseln, dass dieses Geräusch, was der macht, irgendwie nicht so laut nach außen dringt. Und ich finde das doch bei einigen Geschwindigkeiten ziemlich nervig. Und auch wenn man bei Leuten vorbeifährt, weiß ich nicht, ob die gucken, weil das Moped so geil ist oder ob die gucken, weil das Geräusch so komisch ist. Das würde ich mir wünschen, dass es echt leiser wäre. Dann natürlich, und das ist der Hauptkritikpunkt, der Preis. Also wir haben hier ein Moped, zugegeben, es ist eine super geile Vespa, aber sie kostet mal eben locker das Doppelte von einer Vespa mit Zweitaktmotor. Also die Primavera mag die vielleicht 3.000 kosten, kostet hier diese Vespa Elettrica nicht unter 6.500 Euro. Also dafür kriegt man sie bei dem ein oder anderen Händler. Der Listenpreis ist eher so 6.750 oder 90, also fast 6.800 Euro für ein 45 km/h Moped. Ja, bei aller Liebe, das ist einfach viel zu teuer. Ja, und Piaggio hat es möglicherweise ja auch schon selber gemerkt, dass sie davon vielleicht nicht so viel verkaufen. Die Verkaufszahlen kenne ich tatsächlich nicht. Sie haben ja mittlerweile auch eine Nachfolgerin auf den Markt geworfen, die Piaggio Uno oder 1 oder One, keine Ahnung, wie man das jetzt genau ausspricht. Italienisch würde ich mal sagen Uno. Dieses Moped sieht nicht mehr so retro aus wie diese Vespa. Es ist auch, heißt auch nicht mehr Vespa, es heißt Piaggio und ist eher so ein bisschen futuristischer gestaltet. Mir persönlich gefällt es nicht ganz so gut, kostet dann aber auch nur die Hälfte, hat auch einen herausnehmbaren Akku. Der ist aber nur halb so groß. Dadurch, dass die Kiste dann leichter ist, kommt sie aber auch ähnlich weit wie diese Vespa Elettrica hier. Müsste man auch nochmal testen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Elettrica durchaus, möglicherweise gebraucht schon, für unter 5.000, 4.500 vielleicht, habe ich schon gesehen. Oder man kann sie auch als Vorführmodell ab und zu bekommen, wenn diverse Rollerhändler eben quasi ihren Lagerbestand mal umkrempeln. Dann gibt es die auch schon als Vorführmodell für deutlich unter Einstiegspreis, wenn das Ganze dann ja auch relativ neu ist. Und ja, ich oute mich hiermit. Also mir hat das mit der Vespa so viel Spaß gemacht, dass ich mir tatsächlich diese Vespa auch gekauft habe. Das ist also meine eigene. Ja, ich habe sie aber auch nicht neu gekauft, sondern das war tatsächlich ein Vorführmodell und habe deswegen auch viel, viel weniger bezahlt als den Neupreis. Ganz ehrlich, für den Neupreis hätte ich mir das nicht gekauft. Ja, also ich werde mit dem Ding noch ein bisschen Spaß haben diesen Sommer. Im Winter werde ich die wohl nicht so oft bewegen. Aber so wie das aussieht, hält die ja auch nun quasi ewig. Also 80.000 Kilometer muss man damit erstmal hinkriegen. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr noch das ein oder andere Vespa-Video von mir sehen wollt, dann drehe ich vielleicht noch ein paar Sachen, vielleicht auch mal einen Roadtrip, mal sehen. Ich könnte unter anderem noch so ein Video machen, wie man die ganze Konnektivität hier herstellt. Das ist nämlich auch nicht ganz so ohne, muss man so ein paar Tricks beherrschen. Ist halt italienische Software. Naja, und dann ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal, würde mich freuen.
Und vielleicht sehen wir uns dann ja beim nächsten Video, dann bestimmt wieder auf 4 Rädern. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.